So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Forest, bei einer super tollen, neuen, geilen Baufolge. Und es fängt auch schon wieder sehr, sehr gut an. Ja, die Frage ist halt nur, mit was machen wir heute weiter? Entweder mit Stöckern, Steinen, ja, wir gucken mal. Ja, und wir brauchen noch ein paar Ureinwohner. Wir haben ja auch noch draußen das Totem zu stehen, was ja leider auch noch nicht fertig geworden ist. Boah, es ist grell hier, wenn man hier rauskommt, ne? So, ich esse erstmal was. Ach nee, warte, ich wollte ja die Mauer hier fertig bauen, stimmt ja. Der Großteil ist ja zum Glück schon fertig. Das heißt, da kommt nicht mehr viel. Das würde ich für die Folge vielleicht mal sogar angehen. Ja komm, dann haben wir das auch fertig. Und dann können wir eigentlich weitermachen mit anderen Baumaßnahmen, die auch noch ja, sehr wichtig sind. Aber wir schauen da mal später nach. So. Solange die fetten Viecher wieder nicht aus dem Walde kommen, ist alles in Ordnung. Ja, die werden natürlich bald kommen. Ach ja, stimmt, es gibt noch eine wichtige Nachricht. Die ist zum einen auch ein wenig traurig. Ach, schon wieder der tote Baum. Oder sagen wir mal auch zum Teil eher ein bisschen enttäuschend, aber zum anderen kann man das vielleicht auch verstehen. Ich weiß es nicht. Es gibt Infos zu Sons of the Forest und es wurde leider nochmal verschoben. Also ich bin jetzt leider nicht groß beeindruckt von. Ich finde das zum Teil auch schade, aber zum anderen kann man es vielleicht verstehen, weil die wirklich das perfekte Spiel rausfrauen wollen. Also es ist wirklich gemischt. Also einige sind enttäuscht davon, andere finden es okay. Ja, und so weiter. Und das Spiel kommt jetzt, glaube ich, am 23. Februar 2023 raus. Also offenbar Februar war. Oder war es der 22.? Weiß ich nicht mehr. Offenbar im Februar nächstes Jahr. Ja, das heißt, wir müssen uns noch länger gedulden. Und ja, das könnte wahrscheinlich der Teaser dafür sein, dass dann nochmal eine Staffel Forest kommt. Also ja klar, Multiplayer wird natürlich auch laufen. Aber ich meine, so Singleplayer wird wahrscheinlich dann doch nochmal eine fünfte Staffel kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Die würde ich dann aber wahrscheinlich erst im Dezember oder sowas machen. Mal gucken. Wie gesagt, wir sind mit der Staffel auch noch lange nicht fertig. Wir haben noch so viel zu tun hier. Multiplayer Forest wird ja auch noch eine Langeweile gehen. Aber im Februar ist es wirklich hundertprozentig so weit. Außer die verschieben es nochmal, weil dann muss ich. Also wenn die es im Februar nochmal verschieben, also die haben gesagt, die wollen es nicht noch. Die haben wirklich gesagt, das ist die letzte Verschiebung jetzt. Aber wenn sie es halt im Februar nochmal verschieben, dann weiß ich nicht, dann kann ich denen auch langsam nicht mehr glauben, weil das ist dann wirklich. Ich meine, das Spiel wurde jetzt schon 2 Jahre jetzt verschoben und dann wäre es dann wirklich, dann wäre es wirklich schon vorbei irgendwie. Dann hätte ich auch nicht mehr wirklich Lust drauf. Ja, mit denen nochmal zu warten. Also ich weiß, es wird nicht nochmal vorkommen, weil ich meine, die haben jetzt wirklich einen Release-Termin gesagt, ne? Aber falls es so wäre, was unwahrscheinlich ist, das wird auch nicht kommen, keine Sorge, das Spiel wird wirklich im Februar rauskommen, weil die haben wirklich gesagt, die wollen es nicht nochmal verschieben. Weil, ja, irgendwann muss es rauskommen, weil die ganzen Leute, die warten schon alle. Und die sind dann halt wirklich alle enttäuscht und ich werde dann halt auch ziemlich enttäuscht. Das ist halt wirklich die Frage, ob man sich das wirklich denn noch holen würde. Das Spiel. Also ich würde es eventuell tun, aber es dauert halt wirklich unfassbar lange. Also ich hätte am liebsten auch jetzt schon gespielt. Ja, mit den paar Fehlern, die noch drin gewesen wären. Es wäre für mich nicht schlimm, weil Forest hat ja damals auch mit einer Alpha begonnen. Das wäre für mich nicht schlimm gewesen. Also von mir aus hätten sie das Spiel auch schon im Oktober rauszimmern können. Das wäre für mich kein Problem gewesen. Aber na gut, wir sind nicht ohne einen kleinen Schatz rausgegangen. Wir haben noch, ja, noch einen kleinen Videoausschnitt gesehen von neuen Sachen oder von weiteren Sachen, die es da gibt.
Zum einen wird es dort richtige schwimmende Baumstämme geben, die wirklich auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das hat man gesehen bei irgendeinem Wasserfall dort. Das wird es dort geben. Zum anderen hat man da noch irgendwie eine Kettensäge gesehen, die wird das anscheinend dann auch wieder geben, wo man gegen diesen komischen Fingermutanten dort kämpft. Ja, da bin ich mal gespannt, wie Gronkh den nennt. Das wissen wir noch gar nicht. Und da hat man, glaube ich, noch so weitere Szenen mit Ureinwohnern gesehen. Und man hat auch gesehen, wie ein Ureinwohner sich irgendwie auf einen Stuhl gesetzt hat. Das ist wirklich so. Also das sah wirklich. Ach, guck mal, apropos Ureinwohner, da hinten sind wir welche. Ja. Also es sah sehr, sehr interessant aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da bin ich wirklich interessant, wie das wird. Und Alter! Was ist denn hier los? Also wie viele Ureinwohner kommen denn da noch vorbei? Ach du Scheiße. Sind ja voll die Massenwanderung. Höre ich da irgendwas? Nee, höre ich nicht. Aber finde ich schon irgendwie ein bisschen schade, dass das nicht mehr für 2022 rausgekommen ist. Ich finde das wirklich echt, ja, schon irgendwie ein bisschen schade. Aber es ist eigentlich. Ach, nee. Ich hab's doch irgendwie gewusst. Und die haben es halt irgendwie wirklich dafür schon angekündigt. Okay, was haben wir da? Oh Gott, da mische ich mich garantiert nicht ein. Es ist erstmal diese Mutantengruppe und dann nochmal diese Patrouille. Von wie viele sind das eigentlich? Das sind eigentlich viel zu viele. Da hätte ich jetzt um echt sein keine Lust, gegen die zu kämpfen. Ich würde mich eher lieber auf die Palisade konzentrieren. Das ist mir exakt eben ein bisschen wichtiger. Okay, die gehen wieder in den Wald hinein. Oder. Ja, eigentlich. Ja, doch, die gehen in den Wald hinein, so Richtung Heiligen Baum da hinten. Aber es wäre voll interessant, mal in so einen Heiligen Baum zu bauen, ne? Das habe ich mal mit einem Kumpel mal gemacht. Das war aber an einem anderen Heiligen Baum. Der war irgendwie woanders gewesen. Der war, glaube ich, auch irgendwie an der Küste gelegen. Aber da waren halt nicht so viele Eingeborene. Ja, das ist auch schon Jahre her. Also da war Forrest noch in der Alpha gewesen. Aber ja, jetzt mal im Ernst. Also mich würde es echt nicht stören, wenn Sons of the Forest noch ein paar Fehler drin hätte. Also von mir aus hätten sie wirklich Oktober wirklich als festen Termin machen können. Es hätte mich nicht gestört. Da wäre es halt nur eine kleine Mini-Alpha gewesen. Aber wie gesagt, es hätte mich nicht gestört. Ja, und jetzt muss man halt wirklich bis Februar warten und. Ich weiß nicht, also für mich sah das Spiel schon an sich schon extrem fertig aus. Also ich weiß nicht, was fixen die denn da eigentlich überhaupt noch? Also ich habe da keine Ahnung. Ja, und da wird sich offenbar mein Kollege, mit dem ich Multiplayer spiele, der wird sich ja auch nicht so drüber freuen. Also zum einen finde ich es ja okay, wenn sie es wirklich so gut wie perfektionieren wollen. Also ein ganz perfektes Spiel gibt es ja nicht, geht ja auch gar nicht. Aber ist okay, wenn sie es wirklich ja so gut wie nur möglich machen wollen. Die Frage ist halt nur, wird es denn noch Updates geben? Ich weiß es gar nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber zum anderen ist es halt wirklich dann auch eine kleine Enttäuschung irgendwie, ne? Weil die es halt für 2022 so groß angekündigt haben und ja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen schade. Aber gut, dass wir dieses kleine Mini-Video da bekommen haben, was da glaube ich auf Twitter veröffentlicht wurde. Das finde ich schon, ist eine gute Entschädigung, dass man wenigstens ein kleines Trostpflaster bekommt irgendwie, ne? Dass man nochmal ein bisschen was von sieht. Und das sah wirklich beeindruckend aus. Also die paar Sekunden, wow. Muss man sich echt mal geben.
waren, glaube ich, 12 oder 17 Sekunden, aber was man da gesehen hat, spektakulär. Es hat mir wirklich gefallen. So, wir gehen erstmal schlafen. Ja, wird heute eine kleine Talkrunde werden, also bei Sons of the Forest. Also, ich glaube, so werde ich auch die Folge nennen, so eine kleine Talkrunde. Du, weiß ich nicht, wann die Folge rauskommt, weil am Wochenende wird sich der Fokus eher auf, naja, Multiplayer Forest drehen. Also ich glaube, die Folge wird wahrscheinlich erst nächste Woche rauskommen, glaube ich. Vielleicht so Montag oder Dienstag, kann die noch gar nicht sagen. Ich werde am Wochenende, glaube ich, auch No Multiplayer aufnehmen. Naja, müssen wir mal gucken. Ah, shit. Ich hätte die noch mal kurz dranhängen müssen. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. So, wie sieht denn der Bäumestand aus? Der sieht eigentlich wieder mal ganz gut aus. Also sagen wir mal so, so kann ich offenbar arbeiten. Boah, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge ist, ne? Weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Hauptsache, dass ich irgendwie hier die Wand da hinten mal fertig bekomme. Das wäre mir schon ganz wichtig. Das Problem ist halt, die Villen sind immer noch irgendwo da draußen. Und ja, das ist halt schon ein bisschen stressig. So. Huch, da hat er so komisch geschlagen. Was gut ist, ich habe morgen wieder so früh Wochenende, ne? Ich habe schon um 11:20 Uhr morgen Feierabend. Sehr, sehr, sehr cool. Also sprich, ich bin dann um 12 Uhr morgen zu Hause. Morgen ist ja Freitag. Das heißt, ich habe dann schon um 12 Uhr Wochenende, was richtig, richtig geil ist. Also, das feiere ich schon extrem. Das gefällt mir. Das heißt, da kann ich dann ja vieles aufnehmen. Von mir ist läuft auch Limbo. Also ich habe ja noch Visage angekündigt. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch kommen. Aber Limbo. Ne, ich habe ja den ersten Part ja aufgenommen und das Spiel beeindruckt mich auch sehr. Von weil ich es ja auch schon immer gerne mal spielen wollte. Ja, mal gucken, weil ich den zweiten Part aufnehme, weiß ich noch gar nicht. Ansonsten nehme ich halt das ganze Spiel auf und dann ja, wird es halt in einzelnen Folgen gecuttet und dann kommt halt jeden Tag eine Folge raus. Das wäre auch okay. Ja, weil kann auch sein, dass ich ein bisschen länger spiele, weil, naja, durch gewisse Rätsel und so ist es halt ein bisschen verlockend. War bei Inside ja damals auch so gewesen. War ja auch ein ziemlich cooles Spiel, ist eigentlich mein. Auch einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich glaube, ich habe ja die Wilden gehört. Das ist nicht so gut. Jetzt muss ich mal überlegen, gibt es irgendwie noch so weitere Themen, die man so bequatschen könnte? Ich quatsche jetzt hier schon die ganze Zeit über den zweiten Teil und so von Forest. Also da kann man eigentlich eine reine Quatschfolge mal machen. Das ist auch okay, weil. Das machen, glaube ich, auch sehr viele in Forest. Ich weiß gar nicht, ob ich die höre. Ja, stimmt. Wenn wir schon so über Spiele quatschen, was kommt denn dieses Jahr eigentlich noch so raus? Also. Scheiße, ich glaube, ich höre sie wieder. Ich sehe sie aber wieder nicht. Oder? Naja, komm, wir riskieren es einfach mal. Ich will das gerne fertig bekommen. 235. Achso, ja, wegen den Dingern da hinten noch. Wegen dem Schiff und so weiter, ne? Okay, die sind nicht hier. Wegen so weiteren Spielen, die ja noch so 22 ja noch rauskommen. Also, Sons of the Forest hat sich ja leider erledigt, ne? Kommt erst 23 leider. Es gibt noch einen weiteren großen Titel, den ich immer noch im Fokus habe. Nämlich Outlast 3, also Outlast Trials oder wie es heißt.
Also der dritte Teil jedenfalls. Und den werde ich, glaube ich, vielleicht auch Let's Play mal gucken. Aber auf das Spiel freue ich mich auch schon so lange. Ist da, glaube ich, anscheinend mit Multiplayer oder so. Ich weiß es nicht wirklich. Hab das ist auch diesen neuen Trailer davon gesehen und das sah wirklich echt krass aus. Also ich bin echt gespannt, wann das Spiel rauskommt. Ach, war das nicht irgendwie, war das nicht sogar im Trailer da mit drin, ne? Ich hab's irgendwie wieder vergessen. Aber das werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Da bin ich richtig gehypt drauf. Weil ich ja Outlast 1, Whistleblower und den zweiten Teil ja gespielt habe und die waren wirklich spektakulär gewesen. Da werde ich mir den Teil auch holen. Dann muss ich mal überlegen. Es kommt noch so Trains in World 3 noch nächste Woche raus. Also wenn die Folge draußen ist, wahrscheinlich wird das Spiel dann schon veröffentlicht worden sein. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, so weitere große, ich sag mal, Blockbuster habe ich jetzt nicht im Blickwinkel. Es gibt zwar vielleicht noch so weitere kleine Spiele, die man sich für mal angucken könnte. Aber jetzt so große weitere Titel habe ich jetzt, glaube ich, nicht auf dem Blickwinkel. Da ich ja zum Beispiel jetzt nichts von Nintendo veröffentliche oder so, so Spiele, so Mario oder so. Mario Galaxy, mein absolutes Lieblings-Nintendo-Game, also auch der zweite Teil natürlich. Den dritten wird das wahrscheinlich nie geben, leider. ja, dazu bräuchte ich, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, um das aufzunehmen und das wird halt, glaube ich, nicht funktionieren. Aber keine Sorge, Forest wird natürlich weiterhin kommen. Das ist ja kein Problem. Das macht mir auch mal sehr viel Spaß hier. Tja, müssen es halt noch mit dem Teil begnügen, aber der ist auch, ja, legendär. Also vor allem für mich, ja. So, ich weiß gar nicht, reichen die Baumstämme? Ja, das sind ja auch noch ganz viele. Muss ich mich halt nur ein bisschen beeilen. Aber so viele sind es ja nicht mehr, also wir könnten es offenbar noch gut in der Folge schaffen. Ja, das schaffen wir wirklich sogar noch. Also solange ja, die nervigen Leute nicht zurückkommen, ist alles in Ordnung. So, also genau wahrscheinlich den Knoppers. Es sind zwar heute ganz viele Eingeborene unterwegs, aber Mutanten halten sich eher, naja, ein bisschen zurück heute. Sind denn nur die beiden gewesen? Ist wahrscheinlich wieder die Ruhe vor dem Sturm. Pass mal auf, nächste Folge geht's bestimmt wieder richtig ab hier. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und zur Yacht müssen wir auch noch hingehen. Das mache ich aber nicht mehr heute. Obwohl, eigentlich könnte ich es sogar doch wirklich heute noch machen, weil dann können wir schon mal das Teil holen gehen. Was wir nämlich noch für eine gewisse Sache ja noch machen müssen. Weil ich sag mal so, es gibt noch ein Artefakt zu sammeln, ne? Aber für die, die nicht wissen, was es macht oder wie es aussieht, dazu später mehr. Das ist offenbar ganz, ganz interessant, dieses Teil. Ich sag mal so, viele. Ja, es kennen ein paar Leute dieses Artefakt, aber nicht alle. Aber darauf hätte man kommen können, dass es noch ein Artefakt gibt, weil, wo beim Ende waren, da wurde vom zweiten Artefakt gesprochen. Das heißt, da gibt es noch ein erstes, ne? Ja, und das können wir tatsächlich einsammeln. Aber was es macht, das sehen wir später. Das wird, denke ich mal, noch ein paar Folgen dauern. Aber ich sag mal so, es wird auf jeden Fall ganz interessant werden mit diesem Teil. Da bin ich jetzt schon gespannt, wie das wird.
Okay, wir brauchen nur noch den Streifen da. Dann haben wir es geschafft. Ey, krass. Ey, also die Mauer hat ja wirklich ewig gedauert hier, das muss ich wohl sagen. Aber die Bäume reichen leider nicht. Da brauche ich doch noch mal welche. Aber ehrlich, so viel ist es ja nicht mehr. Die restlichen Baumstämme sind halt nur noch für den, ne, für diesen Mini-Steg da hinten. Mit den Schiffen und so weiter. Siehst du, dann machen wir auch gleichzeitig auch noch Raft hier als Let's Play. Siehst du, wird hier stattfinden, das ist doch da, ja. Boah, also, haben wir doch. Ich baue es jetzt zusammen, also, ne? Ich glaube, sie kommen wieder. Ich höre da irgendwie, glaube ich, irgendwelche Schritte oder so. Boah, ich weiß es gar nicht. Seitdem die hier rumlaufen, also seitdem die beiden vorhin hier waren und auf einmal verschwunden sind, muss ich da echt ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Da kann ich nicht genau sagen, wo die sich jetzt aufhalten. Da sind die auch ganz weit weg oder endgültig verschwunden, keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich auch wieder in deren Höhle, ja, zurück verkrochen, keine Ahnung. Wenn der Typ die ganze Zeit hier rumstöhnt, dann höre ich so nichts mehr hier. Aber ich glaube, sie sind nicht da. Was sehr gut ist. Ich nutze die Chance. Ansonsten müssen wir seit Notfalls bekämpfen, ne? Hilft da auch nichts anderes. Ich meine mal so, wir haben ja schon gegen. Ja, wir haben ja schon gegen ein paar gekämpft, also. Ich glaube, das ist nicht so ein großes Problem, ne? Das müsste völlig gehen. Ne, also schauen wir mal, wenn sie hier sind. Dann gucken wir mal, wie das so wird und so weiter. Ja. Ach, Ureinwohner. Und das sind all. Hä, was? Hallo? Einbrecher. Alter, ist der Typ aggressiv. Okay, die habe ich schon mal einen Header verpasst. Ey, wie die direkt in meine Hütte. Hallo? Okay. Oh, das war nicht so gut. Du brauchst nichts abwerfen, Junge, das kannst du vergessen. Oh, der wirft. Aufpassen. Alter. Oh, ich habe keine Ausdauer, ne? Er trifft mich gar nicht. Boah, Hilfe, oh. Alter, ohne Ausdauer, ne? Alter. Jetzt aber, wie tankt der denn eigentlich? Oh. Okay, der eine haut wieder ab anscheinend. Ach Gott. Ach, der hat jemanden verbrannt. Na, sieh mal einer an. Boah, was war das denn bitte gerade? Siehst du, jetzt haben wir unser Totem endlich fertig bekommen. Endlich.
Warte, ich mach's schnell fertig. Kommen so die nächsten. Oh, schnell. Alter, wie viele kommen denn da hinten? Warte mal, jetzt kann ich mal testen, ob das was bewirkt. Die meisten rennen irgendwie in welche Richtungen gerade. Alter. So, wie viele sind denn hier? Alter. Hallo? Was ist denn hier bitte los? Ich würde mal sagen, nächste Folge vielleicht. Also, ne? Ja, komm, wir sehen uns, glaube ich, in der nächsten Folge wieder. Dann versuchen wir das Ganze mal hier zu lösen. Und so weiter. Weil das ist gerade eine interessante Situation. Okay, machen wir es doch in der nächsten Folge fertig. Tut mir leid. Das dauert halt ein bisschen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.